Die vor 750 Jahren erstmals urkundlich erwähnte Burg Schleining im Südburgenland ist jetzt nach umfassender Sanierung Austragungsort der Jubiläumsausstellung Wir sind 100, Burgenland schreibt Geschichte. Die Besucherinnen und Besucher werden von der burgenländischen Sonne empfangen. Sie finden ihr Nest, sie finden ihre Gemeinde und sie erkennen sich als Teil des Ganzen wieder. Das ist der erste Eindruck, das Ankommen im Burgenland. Die Jubiläumsschau lockt mit reichhaltigem Wissensangebot über das Burgenland. Ein historischer Anlass ganz im Zeichen des Miteinanders. Das Burgenland hat sich im vergangenen Jahrhundert von einer der ärmsten Gegenden Europas zu einer Vorzeigeregion in Österreich, aber auch innerhalb der gesamten Europäischen Union entwickelt. Wesentlich dazu beigetragen haben der starke Zusammenhalt und das positive Wir-Gefühl in der Bevölkerung. Besucherinnen und Besucher erfahren auf rund 1300 Quadratmetern barrierefreier Fläche, gegliedert in 12 Themenbereiche, Wissenswertes, Kurioses, aber auch Nachdenkliches über die Entstehung, politische Geschichte, Identität und Heimat, Wirtschaft und Umwelt, Auswanderung und die Fluchtbewegungen sowie über kulturelle, sprachliche und religiöse Vielfalt des Burgenlandes. Im Zentrum dieser Ausstellung zum 100-jährigen Geburtstag stehen vor allem die Menschen. Die Sammlung erzählt die Erfolgsgeschichte vieler Generationen von Leuten, die im Burgenland gelebt und gearbeitet haben und rückt packende Lebensgeschichten und Erinnerungen burgenländischer Persönlichkeiten in den Mittelpunkt. Diese 100-jährige Erfolgsgeschichte wird aber nicht nur mittels besonderer und geschichtsträchtiger Exponate, sondern auch in multimedialer Weise beleuchtet und erlebbar gemacht. Mit 850 Objekten von über 120 Leihgeberinnen und Leihgebern in 160 Vitrinen sowie 30 Medienstationen wird die burgenländische Geschichte anschaulich erzählt. Momente, als das Burgenland im Rampenlicht des Weltgeschehens stand, wie etwa während des Ungarnaufstands 1956, beim Fall des Eisernen Vorhangs 1989 oder bei der Flüchtlingskrise 2015, zählen genauso zum Repertoire der Ausstellung wie die eindrucksvolle Entwicklung des Burgenlandes von einer rückständigen Gegend hin zu einer der innovativsten und lebenswertesten Regionen Europas. Erstmals bietet daher der Audioguide eine Führung nicht nur in deutscher und in englischer Sprache, sondern auch auf Ungarisch, Kroatisch, Romanes und in Gebärdensprache an. Auch die kulturelle, sprachliche und religiöse Vielfalt findet in der Jubiläumsausstellung einen Platz. Auch burgenländische Schülerinnen und Schüler haben die Gelegenheit, im Zuge eines eigens dafür geschnürten Pakets die Geschichte ihrer Heimat auf der Friedensburg zu erleben. Auf spannende Weise hat jeder die Möglichkeit, seine Wurzeln und Identität kennenzulernen und aufzuarbeiten. Echte Schätze befinden sich zudem im Raum für Kunst und Kultur. Die Autographe sind etwas Besonderes und es ist einmalig, diese auf der Burg zu haben. Die Ausstellung bildet das Fundament für das Haus der burgenländischen Geschichte, das ab 2023 auf der Friedensburg Schleining seine Pforten öffnen soll.